se desilo 92. kad sam otišla za Sloveniju, ja sam mislila da se tad moj život završio. Ali vidjela sam, povremeno sam vidjela da ja djeci treba. Da djeca straže. Da sam ja ta jedina koja se moram boriti. In 1992, war broke out in Bosnia and Herzegovina. Soon after, reports of mass rapes and other violence against women spread to Western Europe. In Freiburg, the community rallied to the cause of women facing the devastation of violence, displacement, and the loss of loved ones. This is how Amica began. Amica e.V., Herr de Serra, guten Tag. Amica ist eine Hilfsorganisation für Frauen und Mädchen, die in Kriegs- und Krisengebieten oder in Nachkriegsgebieten leben. Amica wurde 1993 gegründet im Bosnienkrieg. Das war der Anlass der Gründung damals und hat in Tuzla ein Schutzhaus aufgebaut für Frauen und Kinder, die flüchten mussten. Und nach diesem Modell arbeiten wir bis heute. Für mich war damals spannend, dass Amica erstmal wirklich eine Graswurzelbewegung gewesen ist, dass wir uns mit Krieg auseinandergesetzt haben, dass wir lernen mussten, welche Rolle oder welcher Gewalt Frauen und Kinder ausgesetzt sind, was Vertreibung heißt. Ich habe es überhaupt nicht geahnt, welche Schrecklichkeiten Krieg für die einzelne Person überraschend bereithält. In Bosnia, Amica and our local partner organizations developed a holistic approach to supporting refugee women during and in the aftermath of violent conflict. In the first psychosocial counseling center in Tuzla, women found a safe space where they could build networks of mutual solidarity and support. Access to counseling, medical help, and legal services helped them offset the precarity of their lives as refugees in an unfamiliar environment. They formed cooperatives, participated in courses and vocational training, and worked in small businesses to support their families and gain meaningful employment. Meanwhile, Amica's partner organizations lobbied for women's rights and justice for survivors and worked to foster peace and reconciliation in the region. Wenn wir sagen, wir wollen die Frauen empowern, dann heißt das auch, wir wollen die Frauenorganisationen stärken. Und die stärken wir natürlich auch dadurch, dass wir im Grunde ihre Eigenständigkeit unterstützen. In time, Amica brought similar models of support for women and girls to other post-conflict regions. From Bosnia, we expanded further into the Balkans to Macedonia and Kosovo. Then to Palestine, Chechnya in the Caucasus, Libya, Lebanon, and finally to Ukraine and Russia. In 2012, psychosocial counseling centers were opened in two cities in Libya. In this workshop, women come together to express their hopes for their future lives in the form of drawings. Die Arbeit in Libyen ist eigentlich am sehr, sehr gut zu vergleichen mit der Situation damals in Bosnien, weil wir in Libyen auch wirklich zusammen mit unseren Partnerinnen von Null angefangen haben. 42 Jahre Gaddafi haben ein großes Vakuum hinterlassen. Es gab keine Zivilgesellschaft, es gab keine NGOs. Also da haben wir wirklich von Null auf gestartet und unsere Partnerinnen vor allem von Null auf gestartet wieder. For our work, Amica has been recognized with multiple prizes, including the UNIFEM Prize in 2010 and the One World Prize of Baden-Württemberg in 2016. Što se desilo kod nas, 92. mi ne možemo nikad zaboraviti. I mi ne možemo taj zločin zaboraviti. Znači, ali mi ne možemo ni živjeti samo u prošlosti. Znači, mi se moramo boriti za budućnost bolju. Amica and our local partner organizations have built structures for sustainable support in many regions. The situation for women and girls in conflict and its aftermath remains very difficult. With your help, we foster a better future for women and girls.